Auf der letzten Fahrradtour hat mein Drahtesel meine Satteltasche abgeworfen. Und warum das so ist, das schauen wir uns doch mal jetzt an, weil so kann es nicht weitergehen. Sicher kennt ihr ja noch den Gepäckträgeraufsatz, den ich aus Holz gebaut habe mit Alustangen. Wenn nicht, ich verlinke euch den hier oben nochmal, damit ihr auf dem gleichen Stand seid, wofür das Ding ist. Und leider hat dieses Teil, was ich wirklich tagtäglich nutze, das sieht man auch an den Gebrauchsspuren, eine leichte Altersmüdigkeit am Tage gelegt. Und zwar war während der Fahrt die Führungsschiene oder die Halteschiene rausgegangen und hat hier leider eine hässliche kleine Lücke entstehen lassen. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, man sieht ja an dieser Seite fast unberührt, brauche ich wesentlich seltener, wenn ich zwei Taschen mit habe. Ich habe gedacht, dass diese Alustange viel früher ihren Geist aufgibt und sich durchbiegt. Man sieht auch ein bisschen, es biegt durch, weil ich doch einige starke Belastungen habe. Also da sind durchaus 5 Kilo oder so, die ich da mit transportiere. Aber dass das dann am Holz scheitert, ja, da hätte ich Vorsorge treffen können. Aber wir müssen es jetzt reparieren und korrigieren. So, und da ich ja sowieso damit am Umbauen oder Reparieren bin, habe ich jetzt gerade überlegt, ob ich jetzt statt eine 10 mm Alurohr vielleicht ein 12 mm Alurohr nehme, was etwas stabiler ist und sich vielleicht nicht so durchhängt, oder gleich eins aus ja, Eisen, aus Eisen eins nehme. VA wollte ich nicht nehmen, ist zu teuer, glaube ich. Aber diese ist natürlich wesentlich stabiler. Und da ich ja sowieso hingehe, das Ummantel, das habe ich ja seinerzeit mit diesem Gewebeband gemacht, was so für Lenkräder auch ist. Wobei ich aber diesmal eventuell einen Schrumpfschlauch zusätzlich nehme oder nur nehme, da bin ich mir noch nicht sicher. Gegen Herausrutschen habe ich ja hier Schrauben drin gesetzt. Die müssen wir jetzt lösen und leider auch die Isolierung. Also machen wir erstmal diese Seite, die ja wahrscheinlich auch wesentlich wichtiger ist. Vielleicht lasse ich diese sogar. Jetzt geht die natürlich noch nicht raus, weil hier das Klebeband rum ist. Aber so müsste sie rausgehen. Ja. Ja, und gerade ist sie wohl nicht mehr. Deswegen auswechseln müssen wir sie sowieso. Jetzt schauen wir mal, ob wir die hier losschrauben können oder habe ich die verleimt. Dann sind die Schrauben natürlich nicht zu gebrauchen. Da ich das nicht mehr so genau weiß, aber ich ja ein Video gedreht habe, können wir uns das natürlich mal eben auf einem Video anschauen. Und schauen wir mal, ob wir zu der Stelle hinkommen, wo ich das Ganze zusammengebaut habe. War das schon? Ja. Oh, ich habe geleimt. Könnt ihr das sehen? Oh, schade. Dann sind die Schrauben nur Makulatur sozusagen. Eieieiei. Das ist natürlich schade. Ja, eigentlich gut, hält ja auch. Aber ich hatte gedacht, ich könnte das abschrauben und dann nochmal ein Sackloch machen. Jetzt komme ich an der Stelle wahrscheinlich nicht so gut senkrecht dran. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das anders bewerkstelligen. So, ich möchte ja hier ein größeres Loch bohren, ein 12 mm statt ein 10 mm. Und ich möchte es etwas tiefer haben, es soll aber trotzdem ein Sackloch bleiben. Da ich ja jetzt hier nirgendwo an der Ständerbohrmaschine oder mit einem anderen Hilfsmittel hier schöne senkrechte Löcher bohren kann,
werde ich mir hier mal eben eine Schablone machen. Dazu werde ich jetzt erstmal ein 12 mm Loch bohren. Aber ein Sackloch. Dazu habe ich einen Tiefenstopp natürlich eingestellt. Und jetzt nehmen wir ein 10 mm. Hätte ich natürlich auch schön festmachen können. Aber wir haben ja eine Zentrierspitze. Und mit den 10 mm, da bohre ich dann mal durch. Das ist jetzt ein bisschen ausgerissen, das ist nicht schlimm. Hauptsache, das 10er-Loch ist sehr zentrisch. Damit gehen wir jetzt wieder zum Fahrradgepäckträger. Als Zentrierung nehme ich jetzt einfach ein 10er-Rundrohr. Und setze den jetzt da drin. Und klemme den natürlich fest. So, und das sieht doch perfekt aus. Und da ich ja nicht durchbohren will, warum auch immer, ich glaube, ich mache das noch mit der Schraube zusätzlich fest. Ist einfach so eine Idee. Nehme ich jetzt für diesen 10 mm Bohrer den Tiefenstopp, so dass ich nicht durchbohre, aber tiefer bohre wie vorher. Sonst hatte ich es ja alle nie. Ja, Helmut, du musst 12 mm nehmen. Ja, doof. Ach, wir bohren trotzdem erstmal mit 10 vor. Das sind so Kleinigkeiten, ne? Die vergisst man schnell mal. Weil einen 12 mm Tiefenstopp habe ich nämlich nicht. Da komme ich an eine Schraubzwinge dran. Das darf doch alle nie wahr sein. So, eine kleinere Schraubzwinge. Und jetzt nochmal das Glück versuchen. So, da ich keinen Tiefenstopp habe für 12 mm, habe ich hier noch ein... Ja, keine Ahnung. Ist irgendwie ein Ring mit einer Schraube. Die passt, also der Ring passt gut hier oben drauf, so dass ich den hier arretieren kann. Aber das ist natürlich zu tief. Deswegen werde ich hier noch ein Stück Kunststoffrohr drüber herschieben und das auf die passende Größe machen. Als Abstandsrohr. Für den ersten Versuch sollte es passen. Ja, ist in die Hose gegangen. Super. Jetzt habe ich nochmal doppelt alles gesichert. Habe den nochmal zentriert. Und ich muss das mit einem Holzbohrer machen, weil ich keinen normalen HSS-Bohrer habe, der in meinen Akkuschrauber passt. Und jetzt machen wir es nochmal. Mal gucken. Vielleicht etwas langsamer oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oder genau, wir drehen jetzt erstmal links rum. Das machen wir. Ich glaube, linksrum tut es genauso gut. So, sind wir tief genug? Jo, das muss reichen. Und wir haben ein Loch. Nicht schön, aber selten. So, und an der gegenüberliegenden Seite machen wir es jetzt genauso. Ich habe jetzt... einfach Pi mal Daumen jetzt meine Zentrierhülse da reingesteckt und mit ein bisschen Luft drumherum und habe jetzt den Tiefenstopp tiefer gestellt, so dass er durchbohrt. Und ich bohre wieder falsch rum, also links rum. Und ein schönes Loch. Jetzt werden noch ein paar Alustreifen fertig gemacht zur Unterstützung der Holzbacken. So, diese Stufenbohrer verlinke ich euch unten natürlich. Und damit das ein bisschen schöner aussieht, so, damit es ein bisschen leichter wird, kneifen wir ihm hier mal was ab. So könnte es gehen. So sieht das Teil jetzt aus.
Diesen machen wir für oben, also für vorne, und diesen für hinten. So, und dann zeichne ich die Schraubenlöcher an. Also mache ich nur eine Andeutung. Ja, auch nichts Besonderes. Können wir auch vergessen. Schrauben zu. Und jetzt, um das auszugleichen wieder, diese hässlichen Ausrisse, nehme ich Holzspachtel. Habe ich seinerzeit auch schon mal was mit versucht. Irgendwie hat das nicht gut geklappt. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist es auch schon eingetrocknet. Wir versuchen das aber trotzdem mal, ob es damit noch klappt. Könnten wir ja mal schreiben, ob das das Richtige ist für sowas. Vielleicht ist das auch grundverkehrt. Das habe ich natürlich im Loch auch was drin. Oh, soll ja nicht. Nichts passiert. So, ich habe jetzt die Aluteile ja festgemacht und die habe ich mit Primer angesprüht und ein bisschen noch geschliffen. Und jetzt werden wir das Finish hoffentlich machen mit halt schwarzen Sprühlack. Aber das mache ich draußen. Ich muss sagen, es sieht sehr gut aus. Bin begeistert. Jetzt könnte man das, das ist ja vorne, das ist nicht wichtig, das sieht man nicht. Und hinten sieht es gut aus. Nein, bin sehr zufrieden. Das ist jetzt der Schrumpfschlauch. Ich hoffe, der ist nicht zu groß. So, jetzt nehmen wir diese Länge und hoffen, dass ich damit klarkomme. Der passt dazwischen. Also erst hier durch. So, jetzt müssen wir den irgendwie hier drauf kriegen. Jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Ich habe hier ja noch ein Loch und habe dort drin so einen Dübel gesetzt, der da fest drin sitzt, und damit schraube ich den jetzt fest, damit kann er nicht mehr weg. Zack. Jetzt muss ich nur noch den heiß machen und hoffen, dass das ganz normal sich da drum zieht. So, mittlere Temperatur. Damit versuchen wir es mal. Ja. Der wohl reicht. Ich habe das jetzt mal hier vorne das letzte Stück gemacht und wie man sieht, es zieht sich wohl mehr zusammen. Also muss es doch genau dafür sein, aber trotzdem hat er sich an einigen Stellen nicht ganz sauber angezogen. Sei es drum, für mich sieht das gut aus. Ja, liebe Beinbastler-Freunde, ich habe jetzt den Gepäckträger wieder repariert. Sieht gut aus, werde den gleich nochmal dran bauen und dann ist das Ding fertig. Für die nächsten 200.000 Kilometer sollte der halten. Und auch wahrscheinlich die 5 Kilo. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal beim Bastler. Und ich freue mich drauf, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Tschüss.